Liebe Kinder, macht das mit dem Helium auf jeden Fall zu Hause nach. Nein, natürlich nicht zu Hause nachmachen. Das war nur meine Gisela, die das gesagt hat. Helium einatmen ist nicht gesund. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Ich hab Koks dabei. Nein. Hey, finde ich gut. Ah ja, Tim muss erstmal vorlesen. 100% Latex. Das ist meine Strapse, Herr. Bring, Fotze. Nein. Dein Gesicht ist lustig. Wo? Wo ist die Banane? In Cottbus ist sie nicht. Hitler. Am besten fangen wir nochmal von vorne an, oder? Jetzt bin ich aber drauf. Hey. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und heute mal zu der ersehnten Helium-Challenge. Ja. Fick dich! Ich habe schon mehrere von euch gefragt, wann wir mal eine Helium-Challenge machen und heute wird der große Tag sein. Ja, heute machen wir sie. Bist du gespannt? Ich bin mal sehr gespannt, wie sich meine verbalen Ticks auf Helium anhören. Ich glaube, Gisela wird sich auf jeden Fall ziemlich lustig anhören. Ja. Im Vergleich zu sonst. Denkst du kriegst es nicht zu lachen? Ich versuche es. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Hey! Okay, dann mal los. Okay. Okay, kann losgehen. Was hat einer, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Nein, der war nicht gut. Nein. Fick dich, Hitler! Ich wollte gerade einen Witz über die Deutsche Bahn machen, weiß nicht, ob der angekommen ist. Ich habe jetzt über meine Ticks gelacht, wie sie sich anhören, nicht über den Witz. Wie nennt man jemanden, der so tut, als ob er etwas werfen würde? Ein Scheinwerfer. Hitler! Okay, da war nicht schlecht. Bombe! Nein. Jetzt habe ich auch meine Stimme mal gehört. Fick dich! Was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Du bist heute besonders hässlich. Nein. Keine Ahnung. Oxford. Bombe! Nein. Was macht eine Bombe im Treppenhaus? Nein. Hochgehen. Allahu Akbar! Der Witz war zu scheiße. Ja, aber meine Stimme nicht. Mörder! Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Hitler! Warte. Wie nennt man einen fetten Veganer? Biotonne. Den kenne ich schon. Der ist nicht gut. Ohne Spaß, du kennst den. Ja, den kenn ich schon. Deine Mutter ist eine Biotonne. Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Ey, als ob du den nicht gut fandst. Nein. Ich fand den gut. Und ich habe auch vergessen zu atmen. Wie heißt ein deutscher Torwart mit Wahnvorstellungen? Paranoia. Du bist hässlich. Ich fand den gut. Wie heißt die Mutter von Benjamin Blümchen? Arschloch! Mutter Theresa. Was? Tora! Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Kugelschreiber. Okay. Hey! Oh, die böse Sau! Nein! Arsch! Welchen Preis gewinnen besonders ruhige Hunde? Den Nobelpreis. Hundefleisch! Bombe! Ich höre das bei meiner eigenen Stimme irgendwie gar nicht. Fick dich! Hey. Schon. Findest du nicht, dass man das hört? Also bei dir höre ich das. Ein bisschen, ne? Ja. Ja. Mir ist meine Uhr runtergefallen. Jetzt kann ich sie leider nicht mehr aufheben, weil ich keine Urheberrechte habe. Den kenne ich schon. Fick dich! Mörder! Warum hat der Weihnachtsmann geschlitten? Weil es sich nicht rentiert. Bruh. Wow! Ach. Willst du dich vergasen oder was? Hitler! Welches Wasser trinken Firmenchefs? Leitungswasser. Da kann ich nicht drüber lachen. Oh, wir rauchen Crack! Auf was wartet ein Panda bei der Bushaltestelle? Deine Mutter wartet nicht auf dich. Nein! Auf den Bambus. Was ist grün und guckt durchs Schlüsselloch? Ein Spionat. Der größte Flachwitz, deine Mutter.
Lars ist grün, schlau und stellt viele Fragen. Günther halt auch. Ha! Penis! Ich bin gerührt, sagt der Teig zu mir. Na! Wie heißt Fernsehverbot auf Russisch? Hey. Netflix. Tanzverbot! Bombe! Netflix. Warum Tanzverbot? Weiß ich nicht. Mit seinem Bizeps anzugeben ist schon echt Oberarm. Hey, Bombe! Wie nennt man Text mit Gegenständen? Dingsbums. Was? Ich wusste, dass du lachst. Ja, das war so ein Mitleidslachen. Welcher Affe wird Ninas? Der Schimpanse. Mörder! Weg mit die Viecher! Hitler! Na! Das wäre nett, man beim Kannibal. Ja, du siehst auch, wenn ich noch nicht geatmet habe. Was findet man beim Kannibalen unter der Dusche? Head and Shoulders? Der Witz ist der bekannteste von allen, glaube ich. Penis! Wie nennt man ein lachendes Motorrad? Yamaha, ha, 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 ha. Mit der Stimme allein. Witze! Hitler! Das war nur wegen der Stimme gut. Wie das meiste hier. Ja. Hey. Ich würde sagen, da das mit den Flachwitzen bis jetzt nicht so lustig war. Hä? Dein Gesicht ist lustig. Versuchen wir jetzt einfach noch jeder zwei Zungenbrecher aufzusagen. Und ich würde sagen, der am meisten davon schafft, der hat gewonnen. Ja, wie viele Zungenbrecher kennst du denn eigentlich auswendig? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt. Ja, sag es doch nicht auf. Ja, hä, wie soll ich dir denn sonst sagen, welche ich habe gefragt, wie viele. Zum Beispiel so. Zwei, drei, keine. Fängt an, das aufzuzählen. Okay, leg einfach los. Nein, fang du an. Kennst du überhaupt welche? Ja. Dann fang du an. 10 Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Du nimmst dir natürlich den einfachsten, den es gibt, ne? Okay. Ja, ist doch schlau. Hä? Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay, also alt. Kennst du den mit Fischers Fritz? Ja, natürlich. Fischers Fritz fischt frische Fische, ne? Fischers Fisch, frische Fische, frische Fische, frische Fische. Also komplett kann ich es nicht auswendig. Fischers Fritz, ja, okay, Fisch, dann Fische, werde ich Fische, 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 Fritz. Früchte? Fischers Fritz frischt frische Fische, Fischers Fritz fischt frische Früchte, frische, frische, frische Was? Moment. Nein. Okay, du hast alles einmal. Ja, okay. Hä? Liebe Kinder, macht das mit dem Helium auf jeden Fall zu Hause nach. Hä? Am dichten Fichten, dicke dichten, dicke Fichten, dicke. Hä? Okay, ich würde sagen, wir haben beide verkauft. Was ist denn ein Fichtendickicht? Weiß ich nicht. Ach, das ist ein Wald. Der Cottbusser Postkutscher putzt Cottbusser Postkutsche. Penis! Hä? Wo? Wo? Wo ist die Banane? In Cottbus ist sie nicht! Nein! Ach. OP plus kein Opium, sonst bringt das OP Opium. Nee, oder? Doch. Doch, richtig. Fertig. Ja. Hä? Na gut, dann hol dir nochmal so eine Ladung und dann machen wir zu Ende. So, Freunde, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Boah. Und es war jetzt doch gleich ganz so lustig, Hitler, wie wir beide gedacht hätten mit Gisela, würde ich sagen, oder? Also manchmal, das macht jetzt höre ich sogar meine Stimme ja, selber. Ja, ein bisschen stärker als gerade, würde ich Hitler sagen. Am besten fangen wir nochmal von Hitler vorne an, oder? Jetzt bin ich aber drauf. Ich hoffe, auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und dass wir uns dann von unseren nächsten Videos wiedersehen. Ja. Bis später. Bis später. Aber mein Kopf. Mein ja. Kopf. Meiner auch. Nicht, dass du gleich schlag. Bis später. Ja. Boah. Helium Überdosis. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to.
You made this mess and left me with the pieces.